Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht, aber dieser Firlefanz ist einer modernen Demokratie nicht würdig. Wir halten das eher für eine mittelalterliche Exorzismusveranstaltung. Wer so eine rote Robe braucht, der hat unserer Meinung nach einen Sprung in der Schüssel. Tja, einen Sprung hat auch so der eine oder andere noch. Lieber Herr Nuhr, was Sie jetzt hier herausgefunden haben, das wissen wir seit Jahren. Sie hätten mal das Maul aufreißen sollen, als vor 3 Jahren der eine oder andere Querdenker verunglimpft wurde und ja, auch ab und an mal von der Polizei eine ordentliche Tracht Prügel bekommen hat. Jetzt, wo das alles an Ihren eigenen Arsch geht, da klingt das unglaubwürdig und egoistisch. Apropos unglaubwürdig, jetzt wird aus aktuellem Anlass öfter mal härter durchgegriffen, oder es soll zumindest. Anlass dafür gab es in den vergangenen 10, 15 Jahren schon mehrfach, da wurde allerdings nicht durchgegriffen, also auch hier die absolute Unglaubwürdigkeit. Er dagegen hier ist ganz anders, er ist glaubwürdig, er ist authentisch, er ist kompetent, er ist ein guter Mann. Er will den Teufel mit dem Bezelbub austreiben. Das ist vernünftig, das ist gute Politik. Hervorragendes leistet auch seine Ministerkollegin, die Innenministerin Frau Faeser. Ihre mobilen Grenzkontrollen bedeuten weniger Illegale und weniger Illegale bedeutet mehr Legale und mehr Ausgaben für den deutschen Steuerzahler. Auch hier gute Arbeitsleistung. Etwas halbherzig ist er dagegen. Er will die Bundeswehr auf Trab bringen, auf Vordermann bringen. Lieber Herr Verteidigungsminister, wir sind der Meinung, wer Krieg möchte, der sollte in vorderster Front mitmarschieren. Und so machen wir den Vorschlag, bilden Sie die Mitglieder der Ampelregierung an der Waffe aus und im Ernstfall alle marschieren voran, dann wird's gut. Die woken Kriegshelden in der Administration haben in Hamburg eine besondere Glanzleistung vollbracht. Es gab wieder mal Krawalle von der Partyszene, aber man war eigentlich gewarnt. Bereits im letzten Jahr gab es diese Krawalle und man wollte doch tatsächlich mit dem Aufstellen eines Gruselzeltes diese Partyszene irgendwie in den Griff bekommen. Das ist gescheitert, das sehen selbst die Medien. Wir sagen, euer Gruselzelt war wohl kein rechtes Gruselzelt. In diesem Sinne, Leute, mich gruselt's vor so manchem. Ja, euch ist wahrscheinlich auch. Ich gebe euch den Rat, bleibt ruhig und gelassen, aber standhaft, geht weiterhin hinaus, sagt eure Meinung. Irgendwie müssen wir das packen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ein Daumen hoch, ein Kommentar, ein Abo. Bis dann. Tschüss und ciao.